Freunde, euer Simon hier. Es ist Samstag, endlich wieder Supplement-Samstag aus der kleinen Supplement-Ecke. Und heute ist ein ganz besonderer Tag für mich und für viele von euch, die wirklich sehr, sehr lange schon drauf warten. Und zwar endlich ist mein Whey draußen, just the way it is. Es steht neben mir, ich habe es schon angerührt. Ich werde euch gleich, es ist nicht nur ein reines Werbevideo, also keine Sorge, nicht abschalten, wenn ihr denkt, jetzt kommt nur noch Werbung. Ich will euch nämlich auch so ein bisschen erklären, warum Whey eigentlich so was Besonderes ist für mich und für viele von euch. Warum Whey wirklich bei Aldi in Apotheken steht, warum Whey wirklich so ein sehr, sehr stark genutztes Supplement ist. Und ich werde euch jetzt nicht erzählen, dass ihr Whey braucht. Es ist nicht so, dass Whey-Protein wirklich das Must-Have ist für den Muskelaufbau. Ihr könnt auch ohne Whey aufbauen. Das ist ganz, ganz wichtig, bevor die Leute sagen, ja, aber das braucht man gar nicht. Nein, ihr braucht es selbstverständlich nicht. Ihr braucht aber auch kein Hähnchen, ihr braucht aber auch kein Käse oder ähnliches. Nein, was ihr braucht, sind essentielle Aminosäuren. Essentielle Aminosäuren sind die Aminosäuren, die ihr euer Körper wirklich braucht, von außen zugeführt, die ihr nicht selbst herstellen kann, die ihr eben unter anderem für den Muskelaufbau braucht. Das ist ganz wichtig. Und warum ist das so wichtig oder was hat das jetzt mit dem Whey zu tun? I'm doing it my way, yeah. I'm doing it my way, yeah. Whey ist einfach ein Teil des Milchproteins. Ihr müsst euch vorstellen, Milchprotein, 80% ungefähr Casein, 20% Molkeprotein, also Whey-Protein. Und Molkeprotein ist eigentlich der Eiweiß oder das Lebensmittel sozusagen, Molke, das die höchste biologische Wertigkeit hat. Und biologische Wertigkeit bedeutet eigentlich nichts anderes als ein sehr gutes Aminosäurenprofil, weil wir eben sehr, sehr viele essentielle Aminosäuren mit drin haben. Also bei 104, wenn ihr das vergleicht zum Beispiel mit Casein, haben wir glaube ich 88 und wenn ihr das zum Beispiel auch vergleicht, deswegen sollten Veganer auch immer mischen. Es gibt nicht kein einzelnes Lebensmittel. Soja ist noch irgendwo bei 84, aber ansonsten sowas wie Weizeneiweiß und so weiter, das kann der Körper einfach nicht so gut gebrauchen oder daraus kann der Körper nicht so gut Muskulatur aufbauen wie zum Beispiel aus Molkeprotein. Deswegen ist es auch so beliebt bei Sportlern, weil wir eben alle essentiell Aminosäuren mit drin haben und das in einem sehr, sehr guten Verhältnis. Die BCAAs sind im sehr, sehr hohen Verhältnis. Das ist aber nicht der einzige Grund, warum Whey so beliebt ist, besonders bei mir. Whey hat einen großen, großen Vorteil und zwar schmeckt es einfach absolut genial. Whey-Protein ist einfach etwas, das ich zum Backen benutze, wenn ich mir, kennt meine ganzen Videos für Plätzchen, für irgendwelche Backmischungen und so weiter. Ich pack's in mein Müsli. Ich mach's mir sehr, sehr gerne mit Milch als Shake, wirklich als Shake, um einfach einen Ersatz für Süßigkeiten zu haben. Deswegen, das ist auch so dieses, natürlich braucht man es nicht. Keiner braucht Whey-Protein, aber es erleichtert mir, meinen Alltag wirklich auf mein Protein zu kommen, meine essentiellen Aminosäuren zu decken und das eben mit sehr leckeren Sachen. Und da kommen wir direkt auch mal zu dem Thema, warum habe ich jetzt ein Whey rausgebracht? Und ich werde euch nicht sagen, es ist besser als alle anderen Whey's auf diesem Markt. Nein, es gibt super Whey-Proteine, die ich auch eben die ganze Zeit nutze. Ich nutze neben meinen Supplements auch eben ganz viele andere Produkte. Ich habe aber dafür so lange gebraucht, weil ich einfach einen sehr guten Preis für euch realisieren wollte. Ich finde, Whey darf nicht viel kosten. Das ist meiner Meinung. Ich nutze so viel. Ich nutze so eine Portion, die reicht bei mir vielleicht für anderthalb bis zwei Wochen, weil ich es wirklich ständig verwende. Und viele von euch auch. Und deswegen denke ich einfach, Whey, das muss wirklich ein Produkt sein, das darf einfach nicht zu teuer sein. Und deswegen haben wir jetzt auch ein Kennenlernangebot. Deswegen sage ich auch direkt was zum Preis. Ich habe es wirklich geschafft, einen Preis hinzukriegen, der wirklich vergleichbar ist mit recht günstigen Whey-Proteinen. Selbst das bei Aldi ist nicht teurer. Ich kenne den Preis jetzt nicht ganz genau. Aber wir sind hier wirklich bei einem extrem guten Preis. Deswegen auch dieser Kennenlernpreis. Ich wollte es wirklich recht günstig haben, aber wollte, dass der Preis war nicht an erster Stelle, sondern ich wollte wirklich, der Geschmack sollte wahnsinnig gut sein. Deswegen saß ich zum Beispiel auch, erstmal gibt es Schoko und Vanille. Ich saß an dem Geschmack, wir haben nur für den Geschmack, habe ich glaube ich 6 oder 7 Anläufe gebraucht mit unseren Entwicklern, bis ich gesagt habe, das ist jetzt der perfekte Schokogeschmack, das ist der perfekte Vanillegeschmack. Außerdem war mir zum Beispiel, das waren so Punkte, warum ich das unbedingt perfekt haben wollte für mich. Mir war die Löslichkeit extrem wichtig. Man kann wirklich bei der Löslichkeit mit ein paar kleinen Zusätzen, mit ein paar kleinen Tricks dafür sorgen, dass es unglaublich gut löslich ist, dass es sehr, sehr cremig ist, dass es wirklich sich wahnsinnig
auflöst, fantastisch, auch in Wasser, dass es auch in Wasser wahnsinnig cremig schmeckt. Ich trinke es trotzdem am liebsten mit Milch, mit 0,3% Milch, und es ist einfach, es schmeckt wie ein Schokoshake von McDonald's, und ihr habt einfach perfekte Werte, und das war bei mir auch ganz wichtig. Ich habe lange rumexperimentiert. Wir haben ca. 27% Isolatanteil, das habe ich auch direkt draufgeschrieben, und der Rest ist Whey-Konzentrat. Warum dieses Verhältnis? Konzentrat ist sehr lecker, sehr cremig, hat aber recht viel Laktose, hat recht viel Fett. Ein reines Isolat ist sehr dünn, hat aber natürlich etwas bessere Werte. Wie gesagt, Isolat ist einfach ein weiteres Verfahren, um das Whey-Protein noch isolierter zu machen. Deswegen ist eine Mischung meiner Meinung nach das Beste, weil wir super Werte, wir kommen hier, wie gesagt, ich habe es zigfach durch Laborstudien geschickt, um wirklich euch den Wert auch da hinten drauf zu schreiben, der tatsächlich drin ist. Wir kommen auf 76,5, circa zwischen 76% und 77% Eiweiß, sehr wenig Fett, sehr wenig Kohlenhydrate. Schaut euch die Werte an, die sind absolut top. Dafür haben wir es aber trotzdem geschafft, ja, einfach die Cremigkeit und dieses Köstliche, dieses wahnsinnig Leckere von so einem Konzentrat trotzdem beizubehalten. Ich finde, das ist wirklich ein Produkt, was man zwischendurch gerne trinkt, was man einfach, ja, was man sich irgendwo unterrührt und so weiter. Es ist einfach, es ist ein Genuss und kein, ist nicht wie der Post, der einfach nach dem Training sein soll und dann braucht man das schnellst verfügbare Whey, sondern es soll lecker sein, es soll köstlich sein, deswegen auch das Verhältnis. Und einer der Hauptgründe, warum ich mich dann auch entschieden habe, wirklich mein eigenes zu machen, weil ich einfach Lust auf Geschmäcker habe. Ich finde, es gibt sehr leckere Eiweißsorten, aber ich habe Lust, einfach verrückte Geschmäcker mit euch auszuprobieren. My way, my way, my way. Das heißt, Vanille, Schoko sind die ersten, aber dabei bleibt es nicht. Ich habe jetzt schon zwei Geschmäcker so gut wie fertig, die dann auch bald rauskommen. Einmal, ich darf es nicht Raffaello nennen, deswegen ist es ja kleine Kokoskugel mit so einem, ihr wisst, was ich meine, also so ein, schmeckt dann wie Raffaello. Unfassbar, also absolut unfassbar, wenn ihr euch daraus eben zum Beispiel kleine Quarkbällchen macht, also absoluter Wahnsinn. Dann wird es noch Karamellriegel, dafür werde ich natürlich auch nicht den Namen nennen, aber habe versucht, wirklich wie so ein Karamell-Schokoriegel das Ganze hinzukriegen, ist jetzt auch fast durch. Dann kommen sowas wie Frozen Joghurt, damit man sich mal ein köstliches Eis machen kann mit gefrorenem Obst. Dann kommen noch Erdnussbutter. Und es wird sowas geben wie, ich werde euch einfach fragen, auch in so einem Video, was hättet ihr gerne für einen Geschmack? Dadurch, dass ich wirklich der Produzent und Entwickler bin, kann ich den verrücktesten oder die verrücktesten Geschmäcker überhaupt kreieren. Das heißt, eure Vorschläge, wer dann die meisten Likes bekommt, noch nicht unter dem Video, aber das werde ich ankündigen, diesen Geschmack werde ich auch umsetzen. Zum Beispiel so wirklich so eine User's Choice, dass ihr wirklich entscheiden könnt, welchen Geschmack hättet ihr gerne. Und den werde ich umsetzen, egal wie absurd der dann klingen wird. Und auf all solche Sachen habe ich einfach Lust. Ich habe einfach wahnsinnig Lust darauf, mit euch solche Sachen zu entwickeln. Dann gab es aber auch noch so Gründe, warum ich das gemacht habe. Ich habe lange überlegt, im Beutel oder in der Dose. Mich ganz klar für die Dose entschieden. Wenn die Beutel aufgerissen sind, dann staubt das, dann fällt das raus, dann kippen die um und so weiter. Ich wollte eine Dose haben, eine wunderschöne Dose. Guckt euch wirklich, also ich habe in das Design auch sehr, sehr viel Wert gelegt mit Glanzelementen und so weiter. Der Löffel ist immer oben, weil wir es befüllen praktisch andersrum. Erst kommt der Löffel rein und dann kommt das Whey rein. Das heißt, der Löffel ist oben. Wir haben einen Löffel in vielen Tüten, gibt es gar keinen Löffel. Ich wollte es wieder verschließbar machen. Das war mir auch ganz wichtig. Deswegen auch die Dose. Es sind 900 Gramm drin, also 30 Portionen, mehr passt nicht rein. Für jeden, der sagt, warum kein Kilo, es passt einfach nicht mehr in die Dose. Das ist die höchste Dose, die möglich ist. Sie ist wunderschön, sie ist super, super schön, sie ist super hoch. Ja, wie gesagt, das sind also die Punkte, die ich unbedingt verwirklicht haben wollte. Und wie gesagt, eben vor allem auch der Preis. Ich hätte euch das viel früher anbieten können, dann hätte ich das Ganze aber irgendwie, ich weiß nicht, für 30 Euro anbieten müssen, weil die Rohstoffe extrem gut sind. Wir stellen in Deutschland her. Wie gesagt, bis das durchgeht, bis mein Geschmack durch ist. Also diese ganze Entwicklung, ihr zahlt auch vielleicht ein paar Cent mehr im Vergleich zu anderen für die Entwicklung, dass das löslich ist, dass sich das perfekt anfühlt, dass eben Aminosäuren, dass das Aminosäurenprofil perfekt ist, dass alles durchgetestet wird von mir. Das ist zum Beispiel wirklich ein Eiweiß, wo ich ganz genau weiß, dass das, was drin steht oder das, was draufsteht, auch tatsächlich drin ist. Anders als bei vielen anderen Produkten, die vielleicht nicht in Deutschland herstellen, die mit irgendwelchen anderen billigen Aminosäuren strecken, um dann den Eiweißgehalt zu kriegen. So. Das ist wirklich mein Eiweiß, mit dem ich in naher Zukunft dann auch irgendwelche Rezepte machen werde, dass ich trinken werde. Es kommen fantastische Geschmäcker. Wie gesagt, ich kann es euch nur empfehlen. Ich werde euch nicht sagen, ihr braucht es, aber für mich ist es ein absolutes Must-Have. Ich liebe Whey. You
are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. Ich glaube, alle, wir nutzen alle Whey, außer ihr seid Veganer, deswegen habe ich auch erst das vegane Eiweiß gemacht. Probiert es aus, überzeugt euch einfach selbst. Ich werde euch nicht überreden wollen, überzeugt euch einfach selbst, probiert es mit dem Kennenlernpreis, seid ihr wirklich günstiger als die meisten anderen Hersteller. Und überzeugt euch, schreibt eure Meinung unbedingt runter. Ich würde mich sehr, sehr freuen für ehrliche Rezensionen. Und wie gesagt, Geschmäcker werden richtig, richtig abgefahren. Bin schon echt gespannt, was ich so mache oder was ihr auch wollt. Ich bin gespannt, was ihr wollt, weil das setze ich dann auf jeden Fall um. Ja, wie gesagt, ausprobieren, ab jetzt im Shop, endlich. Wenn es einen Tag länger dauert mit dem Versand, bitte nicht sauer sein, weil, wie gesagt, wir haben es ab seit Mittwoch, Donnerstag ist es praktisch im Shop und es sind sehr, sehr viele Bestellungen bereits, deswegen habt etwas Geduld, dann kommt es direkt nach Hause, probiert es aus, genießt es und ja, bis dahin, abonniert den Channel, bleibt dabei, schaut bei Facebook, Instagram vorbei für ein paar private Sachen und ja, die besten Supplements, das perfekte Whey, das nicht besser ist als andere, sondern einfach perfekt für mich entwickelt und wahrscheinlich für viele von euch auch, Body & P Nutrition. Bis dahin, euer Simon.